Es ist, die letzten Folgen waren echt schrecklich. Erst, dass ich das Mikrofon aus hatte und dann, dass ich ständig vergessen habe, was ich gesagt habe. Mein Kurzzeitgedächtnis ist einfach komplett für den Arsch. Aber ich arbeite dran. Okay, bring ihn runter. Ja, genau. Ganz langsam. Sehr gut. Kommt raus. Los geht's. Zieh den Kopf ein. Los, los. Die wollen den Sender aktivieren. Zerstör ihn. Ich bin fast fertig mit dieser Unannehmlichkeit. Was? Bavariumnarben aus dem Dienst für diesen Verrückten. Hey, wir müssen vielleicht schnell von hier verschwinden. Wartet hier. Bewacht den Helikopter. Ah, klug. Sehr klug. Du könntest Ägypter sein. Rodriguez? Ah, wohl eher nicht. Jetzt komm schon. Ich stand in Diensten von Dirabello. Ich weiß, das sagte ich schon. Ich schäme mich dafür. Er versprach mir alles. Unbegrenzte Mittel, die Möglichkeit bahnbrechender Erfindungen. Ich habe mich einfach davon blenden lassen. Ich habe mich immer gefragt, ob ich das Richtige tue. Ich gab ihm alles, Rico, alles. Er hat die Schlüssel zum Königreich. Das Bavarium könnte Milliarden Menschen töten. Milliarden! Und ich wäre für jeden einzelnen Toten verantwortlich. Nicht jetzt. Gut. Geh. Mario, kannst du das sehen? Sauer, liegt das an Vino? Das spielt keine Rolle. Es ist soweit. Bereite alles für den Gegenschlag vor. Ich komme wieder, Dima. Du bleibst hier. Ach du Kacke, was ist denn jetzt los? Ich hab das noch nie gesehen. Wie gesagt, ich hab noch nie so weit gespielt. What the fuck? Kommt einfach diese riesen Kriegsflugzeuge an uns vorbei. Okay, das ist wirklich krass. Den Sender erreichen. Ab geht der Peter. Okay, der Sender fährt hoch. Zerstör ihn und ich deaktiviere Dirabellos Raketensystem. Der Sender ist hin. Deaktiviere die Rakete, Dima. Ich arbeite daran. Ich brauche Zeit. Schade, ich wollte... Rico, die Rebellen haben Probleme. Alessia hier führt dich zu den heftigsten Kämpfen. Komm zu diesem Wegpunkt, Rico. Die ganze Region ist Kriegsgebiet. Spar dir die Begeisterung. Ich bin nicht begeistert. Nur bereit, in ein paar Ärsche zu treten. Verlieren wir zu viele Rebellen, verlieren wir auch den Krieg. Beteilige dich einfach an allen Kampfhandlungen, Rebellen, Rico. Tot, Krieg verloren, alles klar. Ey, sag ich so grob zu dieser Frau. Die hat eine schöne Schimmel, die ist mit Sicherheit auch schön. Man sollte generell zu Frauen und Menschen nett sein. Wir werden überrannt! Warte, das hört sich falsch an, zu Frauen und Menschen nett sein. Zu Frauen und generell zu Menschen sollte man nett sein. So ist vielleicht richtig ausgedrückt. Zu Frauen und Menschen. Es tut mir sehr leid. Wir brauchen dich in Barbica, Rico. Ich hab mich sehr falsch ausgedrückt gehabt. Die Armee bringt haufenweise Militärfahrzeuge mit Booten nach Barbica. Versenk sie. Sag mal, das ist der Rattenmädel, woran ich gerade arbeite. So, das war's schon. Geh doch nicht da hinten. Rico. Mach doch einfach mal irgendwas. Hallo. Das ist doch eine Verarsche hier.
verlieren dabei. Du, weg. Oh fuck, die haben einen Panzer. Wieso zerstören? Die sind doch schon längst unter Wasser. Das macht an dem Punkt keinen Sinn. Hä? Was passiert denn hier gerade? Junge! Ey, du willst mich doch verarschen, Rico. Warum rutsche ich denn so weit? Ey, das ist auch nur dieses kackige Kackauto da erreichen. Spoiler-Alarm, ich kann es nicht kaputt machen, weil es bereits kaputt ist. Wie man sieht. Nein, doch nicht einsteigen. Weiter so, Rico. Ey. Das ist komplett für den Arsch aktuell. Feindlichen Panzern. Kannst du uns helfen? Nein. Ich will vor allem meinen scheiß Greifhaken einsetzen. Ich hab Gerüchte über eine Dann will ich hier mein Flugzeug gehört. Einsetzen, das Flugzeug, was ich habe. Es gibt auch nichts. Für die, Agency. Die Steuerung ist komplett im Arsch. Oh, entschuldige, dass ich so direkt bin. Aber eine tödliche Bavarium-Rakete hat in meinen Oh, Sheldon, Rico hat gesagt, du sollst die Klappe halten, also machen Hals zu. Nicht jetzt, Sheldon. Alter, das ist ja echt richtig Krieg ausgebrochen hier. Heilige Kacke. Rico, die Meine Liebe, ich bin dabei. Oh, das war's an der Stelle auch für mich. Ja gut, ich zögere das halt nicht noch länger raus. Zack. Ist der nicht kaputt? Das Problem ist halt, wir verlieren auch Männer. Hier doch hier den Mist. Danke. Großartig, Rico. Rico, eine Helikopterstaffel attackiert unsere Leute bei San de Lucas. Ich bin dabei. Ja, den Krieg habe ich gewonnen, hat er. Ja, zumindest nicht den Krieg, aber die Schlacht. Jagd auf unsere Truppen. Kannst du uns helfen?
Alter, ich hab doch Ausweichen gedrückt. Vor allem, wie nur so lange Raketen kommen, bis ich dann wirklich am Ende war. Den juckt's auch überhaupt nicht. Also Helikopter zerstören ist das Einfachste. Und scheiße, es gibt legit nichts Einfacheres, als so einen Helikopter zu nehmen. Und diesen hier zu machen. Ich komme zu euch. So willst du, ihr kommt zu mir. Aber wirklich Spaß gemacht. Was hier noch nicht Spaß macht, ist dieser lange Ladebildschirm gerade. Ich hasse es zu warten. An dieser Stelle frage ich mich als Videospieler, beziehungsweise als Gamer, wie viel Zeit ich in meinem ganzen Leben schon in Ladebildschirm insgesamt verbraucht habe. Die Rakete verbracht muss Ausfallsicherungen haben. Versuche Überbrückung. Dima, tut mir leid wegen vorhin. Überbrücken. Sicherheitsprotokolle überbrücken. Oh, Sinos Codes sind ungültig. Die Ravello hat gewusst, dass er ihm nicht trauen kann. Nicht gut. Start? Wirklich? Das ist ganz unwahrscheinlich. Ganz unmöglich. Dima. Start sehr wahrscheinlich. Nicht unvermeidbar. Zeit für eine Heldentat? Sowas von. Ja, aber Heldentaten sind meine Spezialität. Die Rakete erreichen. Wo genau ist die Rakete? Da unten. Kinderspiel. Rico, du bist unglaublich. Das müssen wir feiern. Nein, das war erst der Anfang, Mario. Das war der Anfang. Du willst mich verarschen, oder? Rico, das ist ach, wirklich wichtig. Wir müssen uns sofort treffen. Okay, ab geht's. Auf zur nächsten Mission. Und diesmal vergesse ich auch nicht, das Mic ein- und auszuschalten. So wie in den letzten Folgen. Mario, ich bin da. Was ist so wichtig?
Mario! Wo steckst du? Ich bin in eine Kuh verwandelt worden. Nur der Kuss eines Prinzen kann Murio befreien. Da bin ich aber froh, dass ich kein Prinz bin. Bitte, küss mein Kuhgesicht. Nein. Rico. Nein. Wo steckst du? Sag mir, wo du steckst, damit ich dich umbringen kann. Nur dein Kuss offenbart die Wahrheit. Ich dreh dir den Hals um, verdammt. Er hat die Kuh geküsst. Hey Jungs, Rico hat die Kuh geküsst. Du bist nicht mehr mein bester Freund. Stell dich nicht so an. Wir sind unten auf dem Weinberg, auf dem immer die Muvelo-Spezialrebe angebaut wurde. Für Murio mache ich doch alles. Dieser Murio, Alter. Ein richtiger Murensohn. Wenn ich das mal so hier sagen darf. Natürlich nur spaßig gemeint. Aber das war total witzig. Du hast eine Kuh geküsst. Irgendwann bring ich dich um, Mario. Ach ja. Ich wette, Rico wird das irgendwie noch dem Mario, ich meine dem Murio heimzahlen. Rico! Komm mal her! Da steht ein Truck mit der privaten Reserve des Generals! Wein? Nicht irgendein Wein. Das ist der Mario Frigo! Der alkoholischen Getränke. Okay, es wackelt ziemlich doll rum. Möglichst viele Weinfässer abliefern. Ich fand ja schon deinen Ritt auf dem Flieger krass, aber auf einer Rakete? Mann, ich werde nie auf einer Rakete reiten. Selbst wenn ich 200 werde, werde ich nie so was Cooles machen. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, auf einer Rakete reiten ist ziemlich cool. Der Wein ist gut, Primo Qualität. Der General weiß, was schmeckt. Er lagert ihn in Holzfässern statt in Öltonnen. Was für ein Fusel kippen Sie in Ölfässer? No, den ganz schlechten. Hab ihn selbst probiert. Oh mein Gott. Weg hier. Weinlieferung für die Ravello. Weg. Oh Gott. Na, ich mag das. Ist ein bisschen wie Stockcar. Du die DRM abgehängt hast, aber wegen der irren Automobilistas-Hilfe schütten wir noch den schönen Vino. Keine Sorge. Nicht, Mario. Das sind mindestens 400 Gallonen Wein hier. Wie viel ist das in Litern? Gute Frage. Eine Menge. Oh mein Gott. Kann man das mit in die Kommentare schreiben, wo ich google es gleich mal. Der Truck brennt! Wow! Was zur Hölle ist falsch? Okay, Google. Wie viel ist eine Gallone? Dann nicht. Okay, Google. Und dann bin ich im Arsch. Google will mir wieder nicht helfen. Das wird auch ein Sauffest. Ah. Warte, ich sag's nochmal. Okay, Google. Wie viel ist eine Gallone? 1 Ass amerikanische Flüssiggallone entspricht 3785,412 Milliliter. Das heißt, 400 Gallonen sind ziemlich viel. Das wird auch gegessen. Ich unterstütze keine Trinkspiele.
Ihr sollt kämpfen und nicht saufen. Diese Rebellen, Alter. Hey, Rico. Die Ravellos Leute sind seit deinem Ritt auf der Rakete hinter deiner Freundin Dima her. Da braut sich was zusammen, Hombre. Wir treffen uns bei diesem Leuchtturm. Tja. Perfekt. Ihr sollt kämpfen und nicht trinken. Da bin ich. Ganz großer Spielverderber. Ja, ich versuche gerade für euch eine Flasche zu. Ein Fass zu retten, aber. Mehr auch nicht. Da, habt ihr ein Fass. Das könnt ihr euch genehmigen. Da habt ihr euer Fass. Guck mal, wir sind sofort ankommen. Psychopath! Es ist eher unglaublich, Alter. Hab ich grad Psychopath genannt? Schlampig. Ich weiß, wie das endet. Kaum steht der gute Wein, weißt du? Es ist schon das zweite Mal diese Woche, dass ihr Auto hochgeht. Und damit bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein und bleibt gesund.